Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und in unserer 50. Lektion wollen wir uns hier wiederum mit einem Formular beschäftigen. Es ist ein etwas längeres, es reicht von der Zeile 39 bis 1 natürlich zurück. Und da wollen wir uns hier mit dieser Möglichkeit zum Formular beschäftigen, hier wiederum Radio-Buttons, wir müssen die vorgehenden Lektionen schon kennen. Und hier einer Checkbox, kann man mehrere Dinge dann anhaken, zu beschäftigen, wie man die dann überhaupt in die Webseite einbindet und wie man sie auswertet. Hier haben wir wieder das HTML-Grundgerüst und von Body zu Body sind dann eben dementsprechend die Eingaben hier eingefügt und Formular mit Checkbox ist hier dann im Formularkopf dieses Formulars. Ich rufe also wieder dieselbe Seite auf. Übertragungsmöglichkeit ist wieder Post, die ich gewählt habe. Und hier dann Input Type Reader haben wir schon kennengelernt. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass man hier denselben Namen wählen sollte. Und bei der Auswertung kommt es ja darauf an, dass ich hier die Namen dieser einzelnen Formularelemente kenne, um sie auch auswerten zu können. Und ich übergebe, je nachdem, was dann gewählt wird, übergebe ich dann auch entsprechende Werte. Hier zum Beispiel wird der Wert Sie übergeben und dann Du. Und dann hier unten habe ich dann Checkboxes drin. Das ist ein neues Formularelement, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Input Type Checkbox. Und hier wiederum bitte denselben Namen wählen für diese Checkboxen. Und hier ahnst du schon, was hier jetzt, worauf ich jetzt hinweisen werde, dass hier diese eckigen Klammern nämlich für Array stehen. Ich kann also mehrere Elemente in dieser Variable Einkauf speichern und dafür benötige ich wieder Arrays. Das deute ich hier mit diesen eckigen Klammern an. Und die einzelnen Elemente haben natürlich bestimmte Werte. Das wäre dann zum Beispiel hier Milch, Eier oder Brot, je nachdem, was ich hier auswähle. Auf Liste absenden, Ihre Einkaufsliste, weil ich hier Sie gewählt habe und da Milch, Eier, die ich hier als Checkbox jeweils ausgewählt habe. Dann sind wir schon beim Auswertung. Ist jetzt überprüfe ich wieder, ob Werte überhaupt vorhanden sind für die einzelnen Elemente und wenn für Post absenden, das ist hier dieser Input Type Submit, habe ich den Namen absenden gegeben, das wäre hier dann dieser Button, der hat ja Value Liste absenden, also wird hier diese Beschriftung haben. Wenn eben gedrückt wurde, dann komme ich hier herein und wieder je nachdem, ob ich hier anrede, einen Wert, welchen Wert sie hat, wird dann eben dementsprechend etwas ausgegeben. Einkaufsliste wird in jedem Fall ausgegeben und hier wird dann eben dann wieder mit for each, werden für alle Elemente des Arrays Einkauf, das hier ist ja der Array Einkauf, werden dann hier ausgegeben und br folgt dann der dementsprechende Zeilenumbruch, dass es auch schön untereinander steht, diese Einkaufsliste. Ja. Probier mal diese Aufgabenstellung selber zu lösen. Da werden auch Elemente hier vorkommen von denen, die wir hier besprochen haben. Und von meiner Seite hier danke für das Zuhören und Zuschauen.